nur mit großen Traktoren gearbeitet. Besitzer der Maschine ist Siegfried Hofreiter. Mit rund 125 Angestellten bewirtschaftet er in Ostdeutschland und in Litauen rund 20.000 Hektar Ackerfläche. 20.000 Hektar? Wie groß ist das eigentlich? So, das sind mal zunächst 200 Quadratkilometer. Das kann man sich dann schon leichter vorstellen. Das ist in etwa knapp die Strecke zwischen Berlin und Hamburg. Und man kann sich es noch in Fußballfelder vorstellen. Das ist in etwa die Größe von 33.000 Fußballfeldern. Der 46-jährige Hofreiter kommt aus Bayern von einem kleinen Gemüsebetrieb. Nach einem Praktikum in den USA war für ihn jedoch klar, er will keinen Kleinkram, er will große Flächen. Die großflächige Landwirtschaft bietet eben für Menschen die Möglichkeit, ein großes Stück Freiheit zu erleben. Und das ist vielleicht auch der Traum vom modernen Cowboy, der sich darin widerspiegelt. Mehr als die Hälfte der Anbaufläche wird biologisch bewirtschaftet. Das heißt ohne Kunstdünger und Giftstoffe. Hofreiter ist Pionier. Er ist einer der ersten, der Biolandwirtschaft in Deutschland aus der Nische holte. Hofreiter kann große Mengen biologisch angebautes Getreide liefern. Anruf aus Litauen. Auch dort geht bald die Ernte los. Genau. Können wieder los. Genau. Wir beginnen mit der Ernte im Süden, also in Leipzig. Dreschen uns dann sozusagen bis nach Norden an die Ostseeküste vor, in Greifswald. Und wenn wir dort angekommen sind, fahren wir den Mähdreschern auf der Insel Rügen in Sassnitz auf die Fähre. Und 20 Stunden später dreschen die Mähdrescher schon wieder in Litauen. Hier in Litauen findet Hofreiter das, was er so mag. Weites Land. Wenn Sie mal 10 Meter fahren mit dem Ding? Das kann ich auf alle Fälle. So holprig wie sein Anfahren war der Börsenstart seines Unternehmens. Die Aktie verlor gleich nach dem Startschuss. Der Grund: flinke Börsianer rechneten dem Bauern vor, dass ein Großteil seines jährlichen Gewinns nur zustande kommt, weil die EU ihm Agrarsubventionen bezahlt. Eine Aktiengesellschaft am Tropf des Steuerzahlers, das passt nicht zusammen. Wenn die Agrarausgleichszahlungen ab dem Jahr 2014 ersatzlos wegfallen würden, dann würden wir im Jahr 3 bis 4 Millionen weniger Einnahmen haben und wir würden dann nichts mehr verdienen. Wer diese Rechnung macht, liegt eben weit gefehlt, denn die Agrarausgleichszahlungen sind sehr stark im Zusammenhang zu stehen mit den Lebensmittelpreisen. Und es muss jedem klar sein, wenn an der Schraube der Agrarausgleichszahlungen gedreht wird, werden die Lebensmittelpreise eben mitwachsen. Dann verdient er durch erhöhte Preise für Lebensmittel. Deshalb macht sich Hofreiter keine Sorgen. Die alte Dame bessert ihre Rente auf. Sie hat ihr Ackerland an Hofreiter verpachtet. Ihm ist wichtig, Kontakt zu halten zu den Dorfbewohnern. Weil die Deutschen pünktlich zahlen, hat fast der ganze Ort an Hofreiter verpachtet oder sogar verkauft. Jetzt müssen wir an der Wertschöpfung, sprich an der Verbreiterung der Produktionsbasis, den knappesten Produktionsmittel ist der Grund und Boden. Da findet eine wesentliche Strukturierung momentan auch in Osteuropa statt. Da sind wir vorne dabei. Und das ist die solide Basis, langfristig dann auch ordentliche Renditen und somit auch Dividende zahlen zu können. 2 Jahre lang will Hofreiter noch zukaufen. Dann hat er erst einmal genug von großen Flächen und großen Maschinen.